Hallo an die lieben Freunde. Hallo, all ihr lieben Freunde, die Kerbezeit ist wieder da. So haben wir euch die Kerbepost gerade musikalisch begrüßt. Und nach dem Ausscheiden unseres langjährigen Sängers, Kerbepfarrers und Marras Hermann Dollezahl, darf ich euch heute im Namen der Kerbepost bei der Kerbeeröffnung 2024 bei herrlichem Kerbewetter ganz herzlich willkommen heißen. Ich darf das Rätsel der Schwetzinger Zeitung nun auflösen und euch die älteste und schönste Boygroup der Kurpfalz kurz vorstellen. Die Altgediente, der Helmut Spieß, der Manfred Müller, mit der Quetschkommode, unser musikalischer Begleiter, der Roger Hillegas. Und mich, der Armin Wolf. Achso, ich hab's verkehrt rum gekippt. So geht's. Und dann unsere neue Mitstreiter auf dem Weg durch die Gemeinde, der Achim Meierle, der Roland Bunk, dann den Nachfolger von unserem Kerbepaare. Vom Hermann, unser neuer Kerbe-Kaplan, der Ingo Paul. Und die Teufelsgeige oder Jens Geis, immer nur. Unser Schnumpel, die Marie von der Zirkuswies, die wird uns heim auf der Tour durch die Wirtschaft in oft das Heim begleiten. Wir wünschen euch eine schöne Kerbe und für jetzt gute Unterhaltung. Vielen Dank. Ja, liebe Oftersheimerinnen, Oftersheimer, erstmal herzlich willkommen von mir im Namen der Gemeinde und des Gemeinderates. Ich sehe es ja von oben nach hier unten zu Ihnen ins Publikum. Es ist ein ganz, ganz tolles Bild und ich freue mich ganz besonders für die Kerbe Bosch, dass so viele Mitbürgerinnen und Mitbürger heute zur Kerbeeröffnung mit dem offiziellen Fassbieranstich gekommen sind. Thank you.
auffällig. Sie sind irgendwie diese Frau König.